Ja, das sieht wunderschön aus. Ich habe noch zwei Akkus dabei. Bei der Zelt bauen sie schnell ab, die Kameras. Wir laufen jetzt noch bis zum Flughafen. Und da ist eine Bank, die schaufeln wir uns irgendwie was frei. Und da machen wir unsere Brotzeit dann. Und dann haben wir noch eine Stunde. So, jetzt laufen wir berg hoch. Ja, oh, das ist schöner. Ich vermute mal 5 bis 8. Ja. Aber es geht. Ist auch gute Vorbereitung für eine Fahrradreise. Vielleicht haben wir ein kleines Kondition-Training. Oh, ja, ja. Aber es sieht ja wunderschön aus. Jetzt mal gleich auf. Das sieht ja wunderschön aus hier. Ja, das seht ihr traumhaft aus. Und jetzt müssen wir da rein in so ein tiefste Wald. So, jetzt haben wir den Buckel. Haben wir erreicht. Sieht hier wunderschön aus. Ja, das ist jetzt Richtung Flughafen. Wir sind gut unterwegs. Das ist ja logisch, wenn wir ein bisschen länger brauchen. Aber es geht. Hier ist es nicht mehr so tief hier, der Schnee. Hat was mit den Bäumen zu tun, weil es sehr dicht ist hier. Das sieht ja wunderschön aus. Ja, vor uns ist dann, hoffe ich mal, wenn die Bank steht. Und da können wir uns ein bisschen hier hocken, ein bisschen ausruhen. Das Brot dabei. Das essen wir dann. Ja, Hof hat ca. 48.000 Einwohner. Das ist Tor zum Fichtelgebirge und das Tor zum Frankenwald. Wir sind eingebettet von zwei Mittelgebirgsräumen. Und ja, Thüringen ist auch in der Nähe, Esztergebirge ist auch in der Nähe, Karlsbad, Prag, Pilsen-Tschepp, Franzbad, Marienbad ist alles leicht zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit den PKWs. Ja, ich mache jetzt ein bisschen Tempo. Aber es macht schon Spaß. So, und da sind ein paar Weinschilder. Wir sind ja auf dem Webersteig. Der geht ja Richtung Schwassebach am Wald. Oder nach Helmbrech. So. So, wir sind am Flughafen.
sehr neblig auch noch heute noch bei uns. Ja, der Tiefschnee hört jetzt auf. Was? Hier ist halt kein Berg, aber hier ist Nebel. Das sieht man heute nicht viel. Ja. Ja, jetzt haben wir es immer am Flughafen, aber er ist stillgelegt. Hochblauer Flughafen. So, schauen wir mal, wo die Iris bleibt. So, jetzt ist mal Brotzeit. So eine halbe Stunde und dann laufen wir Richtung Heimzus wieder. Das merkt man schon, wenn. Aber es macht Spaß und jetzt lassen wir uns mal schmecken. So, jetzt machen wir Brotzeit. Haben wir uns überlegte Brote mitgenommen. Und jetzt gibt es noch einen schönen warmen Tee. Jetzt lassen wir uns das schmecken. Ja, jetzt machen wir Brot. Ja, es ist hier die Brotzeit beendet. 2,5 Kilometer Ostsee auf dem Webersteig. Und dann haben wir noch mal eine halbe Stunde bis nach Hause. 7 Kilometer haben wir schon gemacht. Ja, die Iris packt noch ein. Dann gibt es hier und dann Linz ab im Wald B3. So, jetzt laufen wir unsere Runde weiter auf dem Webersteig. Es sind eine halbe Stunde noch, dann sind wir wieder im Hof oder im Stadtteil Ossett. Dann von da aus noch eine halbe Stunde. Jetzt haben wir noch mal einen schönen Abschnitt durch das Waldgebiet. Ja, das ist mal wieder mal ein schöner Abschnitt. Laufen wir weiter. Oh, Schnee haben sie weiterhin gemeldet heute. Und dann schauen wir mal, wenn wir nach Hause kommen, ins Warme. Und dann haben wir uns was Gutes zum Essen. Jetzt kommt die Iris. Und dann geht's weiter. Ja, sehr wunderschön aus wieder. Jetzt müssen wir dann, da sind die Markierungen, da ist die Markierung, der Weberstall. Ja, wunderschön, da muss man nicht mal weit fahren, da hat man auch hier. Ein schöner Wanderweg, weil das Fischlebirge heute und der Frankenwald ist bestimmt heute sehr voll. Ja.
sauferischen Ossek. Und dann haben wir es heute wieder mal gemacht. Circa 10 Kilometer vermute ich mal. Ja, die Wanderwege, wie ich es hier laufe, hier im Hof, sind meine praktisch. Die mache ich im Sommer. Ja, die bastel ich mir immer zusammen praktisch. Aber der Weberstein ist ja bekannt bei uns im Frankenwald. Ja, jetzt sind wir gleich am Ende. Ja, dann fühle mich ein bisschen von Ossid was. Und dann verlasse ich euch wieder mal. Es war ein wunderschöner Tag. Und jetzt laufen noch ein paar Meter und nach vorne warte ich dann auf die Iris. Ich bin ein bisschen schneller, da die Iris ja fast blind ist, braucht sie etwas mehr Zeit und da habe ich ja kein Problem. Ich schaue mich immer um, wo sie ist. Ich habe sie immer im Blick, ja. Aber es steht schon. So, jetzt haben wir gleich vorne die Straße erreicht und die ist frei. Das heißt, jetzt noch ein paar Meter am Schnee noch und dann haben wir das geschafft für heute. Das ist ja mal ein Ausblick auf die Winterlandschaft Oberfranken dieses Jahr. Wahnsinn. So viel, so kriegt man in Hof ist eigentlich nicht im Fall so viel, aber außerhalb dann ein paar Meter, da ist schon was gebot an Schnee bei uns. Jetzt verlassen wir den Wald und jetzt kommt gleich eine offene Landschaft. Und nach der offenen Landschaft kommt dann Ossek. Ja, und dann sind wir wieder bei McDonald's. Ein schöner Winterwanderweg. Jetzt müssen wir erst mal schauen, wie wir da laufen, wenn wir den Weg finden. So, jetzt schauen wir mal. Ja, das ist immer das Problem beim Filmen. Was soll man erzählen? Ja, wir haben jetzt mal Januar. Ja, Februar sind wir für ein paar Tage mal in Karlsbad. Wollen wir uns ein bisschen erholen. Dienstag wollen wir mal nach Reau. Das ist auch ein schönes Waldgebiet bei uns. Fassmannsreuth und so die Richtung. Ich bin eigentlich satt vom Fischlgebirge. Ja, da zieht mich eigentlich nicht mehr so viel hin. Ich bin fast 10 Jahre war ich in dem Gebiet unterwegs und irgendwann ist man da dabei satt. Ich brauche immer neue Anreizpunkte. Jetzt habe ich mal den E-Radweg geplant. Ja, und da wird bestimmt schön. So, jetzt laufen wir. Ach, geradeaus. So, jetzt verlassen wir den Tiefschnee. Der ist schon sehr mühsam zum Laufen. Aber es geht. So, jetzt ist ein bisschen bergauf noch und dann haben wir es geschafft. Dann laufen wir durch Ossek und dann sind wir wieder bei uns bei der Horesass. So, ja, ich bin ja der Oberfrankl. Meine Heimat ist die Kurpfalz, Mannheim. Ich bin ein richtiger Mannheimer Bub. Ja. Darum ist für mich auch hier ein Klimaumstellerei. Jetzt kommt der Wind wieder. Hopp. Oh. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt fahren wir auf die Iris. Da sieht man mal, wie hoch der Schnee ist bei uns. So, und es geht dann hier weiter.
Und die Iris ist noch ein paar Meter von uns entfernt. Ja, jetzt haben wir Ossig, unser nächstes Ziel erreicht. Da sind viele ehemalige Bauhöfe. Da unten ist noch der Milchbau in diese Richtung. Zwei Stück. Da kann man Frischmilch kaufen. Für 1 Euro. Eier für 2 Euro. Ja, und Ossig gehört ja schon zu Hof. Hof ist eine Hochschulstadt. Ja, und da ist Ossig. Da haben wir noch eine halbe Stunde. Da ist Ossig. Jetzt laufen wir durch das Gebiet. Und dann haben wir es wieder mal gemacht. So, das ist auch neu, schauen wir mal rein. 10 Stück, 3 Euro und 1,80 Euro. Das ist auch eine gute Eierboss. Gut gemacht. Haben wir jetzt Eier geholt für 1,60 Euro. Frische vom Bauer, super. Ja, und das ist Ossig. Das ist ein typisches Hofer Dorf praktisch, sage ich mal, oder Bauer. Hier hat viele Bauer gegeben. Sieht man auch überall Bauernhöfe, ehemalige. Ein bisschen Landwirtschaft gibt es ja noch bei uns. Aber die hier haben es auch schwer. Aber die Idee mit der Eierboss finde ich total klasse. Ja, da zahle ich kein Geld, weil ich weiß, wenn die Eier frisch sind. Ja, und das ist mal Ossig. Da vorne ist noch ein ehemaliges Gasthaus. Das ist auch ein uraltes Bauergewölk. Da ist ja noch ein Teich. Dann sage ich mal Servus, meine liebe Wanderfreunde und Radfreunde. Das war's wieder mal von unserer Wandertour. Ab Ossig laufe ich alleine. Und dann wünsche ich euch alles Gute für das neue Jahr nochmal. Und viel Spaß bei eurer Abenteuer. Und am Dienstag sehen wir uns ja wieder in Reau, dann im Landkreis Hof. Und dann sage ich nur eins: Servus.